Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Pilot von Amnesia. Mich begleitet mal wieder, wer sonst? Der Peppo. Ja, wir harren mal wieder aus, es ist stockfinster und wir geben uns mal wieder das Horrorgame Amnesia. Es wird mega lustig. Oder auch nicht. Ja, für alle anderen wahrscheinlich schon. So, fangen wir mal direkt an. Wo waren wir denn jetzt gerade In nochmal? dem Kartenraum, wo wir Preußen gesehen haben. Genau, dann haben wir Preußen gesehen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was letztes Mal passiert ist. Ist schon verdammt lange her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Genau, Müssen da wir auch ehrlich zugeben. waren wir bei der Karte genau vom Ostflügel. Das war nicht Ostpreußen, das war der Ostflügel. Ja, aber irgendwo war noch eine Karte von Ostpreußen. Aber egal. Geht man immer auf Scheiß. Oh. Und hast du schon etwas Neues über das Spiel gehört? Nee, ich habe auch gar nichts angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich will mich ja auch selber überraschen lassen. Richtig. Das ist immer das Lustige an so Horrorspielen, ne? Ja, wir haben uns ja schon wieder ein neues rausgesucht. Ach, Ja. da stimmt, die hatten wir schon, die Karten. Ja. Wow! Oh. Da! Das, oh, ist Boah! das bitter. Nein, dieses, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Hintergrund gehört habt. Ah, hier sind die Steine runtergekommen. Königreich von Preußen, ja. Mittelpreußen. Hier steht auch noch was, aber das kann ich jetzt so nicht lesen. Wir brauchen. Ah, wir müssen ja den Schlüssel suchen, oder? Dann kann ich ein bisschen Laterne sparen. Wir müssen noch den Schlüssel suchen, damit wir in das Dings reinkommen. Ich habe jetzt so noch nicht, ob wir hier jetzt schon waren. Nee, Nein. ich glaube nicht. Das ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. So, das ist dicht. Das auch. Jeweils auch nichts mehr. Nee. Also laut dem Hörensagen soll ja Amnesia das härteste Spiel sein. Das hatten wir auch noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Genau, no, Kräucher unter dem Tisch hier. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. So, da ist der Schimmer und da sollen wir halt hingehen. Aber in einem großen, dunklen Gang? Ja, und wir können uns auch nicht wegdrehen. Also wenn ich jetzt die Maus loslasse, dann geht es zurück. Ich hätte gerade was gehört. Naja, da ist was. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Ach, deswegen kannst du dich nicht abdecken. Ja, das war mir jetzt gerade schon klar. Mal gucken, was das mystische Licht gemacht hat. Nee, mit meiner Hand, ne? Jo. Ah. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Ich habe den Text jetzt ganz ehrlich nicht mitgelesen, also kann ich auch nicht sagen, wonach er geschaut hat. Nee, er hat auf jeden Fall irgendwie so eine Reliquie dann in der Hand gehabt. Ja. Was natürlich jetzt. Aber ich glaube, mit den Blättern können wir weiter nichts machen. Nee, das war's jetzt ah, auch. Wir müssen doch Dings, guck mal auf Inventar. Achso, wir haben das jetzt? Wir müssen doch diese drei Seiten finden, oder?
Journal. Gucken wir erstmal hier. Vielleicht immer noch, alles ist okay. Chemietopf, Mixtur aller Art. Ja, deswegen müssen wir ja in den Weinkeller. Ja, das kann ja auch gut sein, aber wir haben ja noch nichts, was wir da reinfüllen können. Ja, deswegen ja. Also wir müssen, also soweit ich weiß, müssen wir jetzt erstmal einen Schlüssel finden. Damit wir in den Weinkeller können. Ja, und da finden wir die Mixtur für die Haut. Sonst spoilerst du eigentlich. Spoiler nicht. Doch. Dass es zusammenhängt. Ja, aber das wussten wir ja noch nicht. Das kann man sich denken, Junge. Hä? Das Licht auch anwenden. Das Klavier hatten wir auch schon mal letztens. Ja, wir hatten ein Klavier auf jeden Fall. Sachen aber auch mehr. Vandale! Hä, aber sind wir nicht hierher gekommen? Da wurde. Ach, das ist ja gerade eingestürzt. Ja, ja, genau. Aber wo sollen wir denn jetzt lang? Dann weißt du, wir müssen ja wieder. Hier sind wir eigentlich fertig. Ah, durch die Wand? Oder ist das. Ja, nee, doch, durch die Wand. Weil hier haben wir wieder geladen. Ja, ja, hier haben wir jetzt gerade angefangen gehabt, ja. Genau, da müssen wir. Ich mach jetzt mal die Wand, mit der Zunderbuchse hier oben das Licht an. So. Wir müssen da durch die Wand. Jo, guck mal. Ja. Etwas zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Aha. Ja, dann nehmen wir doch mal einen Stuhl, den wir uns gerade schon mal hier parat gelegt haben. Wie als hätte ich es gewusst. Das ist mir eine Kakerlake. Wow. Kakerlake. Ah! Ja, klar. Das mache ich auch mal zu Hause. Ich werfe mal einen Stuhl gegen die Wand. Ich werfe mal einen Stuhl gegen die Wand. Wehe, das passiert nicht. Das war ja marode. Wenn wir jetzt schon auf etwas treffen werden? Mysteriös. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Okay. Also für die, die vielleicht jetzt gerade erst mal zugeschaltet haben, wenn man jetzt sich nicht von Anfang an zugeguckt hat, der nette Herr, der da immer redet, das ist nicht nur Daniel, sondern auch der Alexander, dem dieses tolle Haus hier gehört. Also wir haben alle drei Seiten, das ist schon mal gut. Ja, das ist immer gut. Muss einen neuen Weg hier raus. Experiment im Labor haben bewiesen, dass das chemisch im Labor in Weinkeller umgelagert alle euer sagen. Ja, okay. Gegangener Mechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Okay, eine den haben wir ja jetzt quasi, oder? Meinst du, das war der Mechanismus? Nein, nein, nein. Er hat ja jetzt irgendwas, das muss schnell gehen. Und die Frage ist, was muss schnell gehen? Vielleicht rausziehen? Das glaube ich mal nicht. Ah, eine Seite. Kaputt machen. Hallo? Altstadt und Schloss Brennburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußen. Seit Jahrhunderten schon in jedem Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennburg. Das hatten wir auch schon mal. Irgendwas mit Brennburg hatten wir schon. Ja, ja, das ist ja das, was diesem Alexander da gehört. Da bist du ja drin in diesem. Ach, das ist die Brennburg. Genau. Die ruhig bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen magischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Und den Durchreisen bieten sich hier bei Gesprächen den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen. Doch es gibt etwas,
was sich in allen wiederholt. Okay. Da ist noch was. Wird sich öffnen. Ist abgeschlossen. Ja, toll. Wer weiß, vielleicht ist das ja quasi wie so ein Paradoxon, dass sich immer alles wiederholt. Dass dieses Haus quasi auf ewig verflucht ist, immer dasselbe zu durchleben. Ah, muss es doch am Buch ziehen. Ich glaube, die Tür ist aufgegangen. Meinst du, das wäre jetzt aber ziemlich simpel? Ah, aber sie hat sich bewegt. Hat sie das gerade auch? Ist die Frage. Ah, alle Bücher. Alle die Bücher. So sind. Genau. Genau, so. Ja, das eine da noch auf jeden Fall, was vorne war. Was gerade war, ja. Also auch ein bisschen tricky hier alle. Ja, das. Genau. Nee, dieses Hintergrundgeräusch irgendwie auch mehr. Nee. Aber das sind diese so Zahnräder oder so im Hintergrund, die anlaufen. Genau. Das müsste dann ja noch ein Buch geben. Das sticht ja auch so ein bisschen heraus, das Buch, ne? Das Buch. Vorsehen mit der Lampe. Ja, aber. Ah, deswegen, muss schnell sein. Nee, das ist. Nee, doch, das ist das eine, was du schon mal gerade eben rausgezogen hast. Ja, aber das war doch jetzt nicht. Doch, das muss ich jetzt nochmal rausziehen und dann muss ich. Nee, ich kann das nicht bewegen. Okay. Ah, doch. Doch. So. So, jetzt musst du die anderen mal. Hier. Also, hier ist jetzt kein Regal gewesen, außer ich bin doof und hab's einfach schlichtweg übersehen. Und hier ist jetzt auch keins. Ja, das steht. Ja doch, du musst die drei Bücher. Das Schild. War's mit der Taschenlampe. Bevor er jetzt wahnsinnig wird, wie dass wir gerade einmal Öl gefunden haben. Ja, das würde ich. Das lassen wir noch ein bisschen über. Ja, aber kann sagen. Ist abgeschlossen. Ja, wo ist denn das letzte Buch, bitte? Ja, das ja, nee, ich glaube, guck mal, ob das eine. Ah, warte. Meinst du das nicht daran? Aha. Ah, wegschieben oder? Versuch mal, Dings. Nimm dir mal nochmal das eine Buch. Dreh dich mal. Nimm mal das Buch, zieh das mal raus und dann zieh die anderen beiden ganz schnell raus. Meinst du, dann kann ich das Regal verschieben? Entweder so oder Mach Licht aus. Mal erstmal in den Schränken. Da ist der Schlüssel! Ja, aber ich guck natürlich erst in den Schränken, ne? Da eine Zunderbüchse vielleicht drin. Weißt du, das ist existenziell wichtig. Oh, das ist schon eine Seite, ja, aber die tun wir erstmal nochmal weg. Da muss ja noch was sein. Bitte eine Zunderbüchse. Oder Öl wäre auch noch okay. Vielleicht in dem Schrank. Ja, dann lesen wir uns jetzt erst die Seite durch und dann nehmen wir uns ja, erst die Schlüssel. Ja, ich bin dafür, dass wir erst die Seite durchlesen, weil ich da irgendwas Wichtiges bei. Okay. Oh. Dass wir uns alle hier auf uns nehmen. Halbe Minute, also. Ach. Ich bin dafür, wir lesen jetzt erst. 20. Oder dazwischen halt. Also, bezüglich der Schließung des Weinkellers, Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschung lang genug gefährdet und den selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Das Schultheiß hält das wachsame Auge auf der Wand und tötet meinen getreuen Bediensteten. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet...
Meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Spur nach Brennburg folgen. Prinz Willem und seine Männer wegsperren und weiter versuchen von Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würden in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Also besoffen sterben, oder wie? Ja, vielleicht. So ja, auf die vielleicht vergifteter Wein. Das hat er jetzt ja nicht gesagt. Oh. Ah, vielleicht ist ja irgendwo was noch dahin. Es wird den Stuhl rumwerfen. Hier in dem Regal war ja auch nichts. Schade. Eigentlich. Schön. Pippas. Bam. Aber ist schön. Schön. Nee, das ist jetzt auch nichts. Das ist Jungfrau Maria. Das könnte sogar sein, ja. Nee, aber ihr seht schon, wir wollen Zeit schinden. Wir wollen Zeit schinden. Wir haben Angst, den Schlüssel aufzuheben. Ja, das auch. So, alles ordentlich hinterlassen. So, wir jetzt noch den Schlüssel hier. Auf. Okay. Okay. Scheiß die Tür! Ah, meinst du, die führt jetzt direkt nach draußen die Tür? Ja klar, muss ja, der Gang ist ja eingestürzt, ne? Ja, irgendwohin musst du uns auf jeden Fall führen. Studium? Schick jetzt auch nichts. Guck mal, ja genau, geh mal durch die Räume. Hier rührt sich nichts. Guck da auch nicht. Ah, da könnte mit Zunder zu holen sein. Da in der Kiste da unten. Ah ne, das ist da unten. Nein. Nein, 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 nein. Unsere eiserne Reserve an Öl ist jetzt schon alle, weil ich die ganze Zeit hier rumlaufen muss, weil wir keine Zünderbuchsen haben. Verdammt, das ist scheiße. Ah, ja. Aber die sollten wir nicht auch sofort wieder auf den Kopf hauen. Nee, aber wir haben auch kaum Öl. Also viel bleibt uns eigentlich nicht übrig. Ja, aber da müssen wir schnell durch die Räume durchgehen. Ja, aber hier ist doch nichts. Deswegen, ja, außer die Zünderbuchse halt. Alles klar, dann wieder raus. Oder? Nein, 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 geh drin. Die Truhe da? Ach, Truhe. Das ist eine Truhe. Oh, ich fast übersehen. Ah. Jawohl, Öl und Zünderbuchse. Du, die gesehen hast, der Peppo ist der Held jetzt hier. Da kommt nur. Ja, da rührt sich. Ja, das die Regale. Zum Monster da drin, das wäre auch hart. Spring dich an, so ein kleiner. Das würde mich auf jeden Fall erschrecken. Mal. Da sind wir gekommen. Da sind wir gekommen, genau. What the? Wow! Fucking Laterne aus! So, meine lieben Freunde, wir haben jetzt unsere Zeit rum für die Folge. So, und der Peppo ist jetzt nämlich dran. Ja, der super! Der darf jetzt zocken, ne, wie jetzt immer. Und ihr habt's ja gerade schon gehört. Also, es wird jetzt spannend nach dem ganzen Rumgeirre und Gesuche. Komm, jetzt geht's wohl, die wohl jetzt Monster, los. Ne? Ja, ja, glaube ich schon. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin, der Magma. Und der Peppo.